Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 148. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in der letzten Woche Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin der Uli. Ich würde sagen, los geht's und wir starten gleich in das Video rein, wie immer mittlerweile. Und es geht dieses Mal um eine Platzgewinnung, die ich auf meiner Modellbahn habe. Ihr habt es ja vielleicht schon in den letzten Folgen immer mal wieder gesehen zwischendurch, dass ich auf meinen Felsstrukturen oben immer jetzt noch so ein Stückchen Felsen habe als Überhang angebracht, und dieser Überhang beschert mir an manchen Stellen, wir sehen es hier im Hintergrund, wo die Erde jetzt gerade drauf gekommen ist, dass da 5, 6, mitunter sogar 7 Zentimeter mehr Platz gewonnen wurde oberhalb. Das hängt sogar, wenn man mal genau hinguckt, ein wenig über die Gleise unten rüber. Ursprünglich war sogar mal gedacht, dass da so eine Art Halbtunnel hinkommt, eine Art Schutzwand für Felsabbruch oder irgendwas in der Art. Das kommt vielleicht noch, ich weiß es nicht. Das ist alles offen. Ich habe hier wirklich alles offen. Dadurch, dass ich eben so viel modular arbeite auf meiner Anlage, kann ich ja später, wenn ich jetzt mal sage zum Beispiel, ja, dieser Überhang, das gefällt mir nicht mehr, ich will mehr Überhang. Ich habe sogar mir eine Variante erdacht, dass meine Modellbahn auf dieser Ebene, wo wir uns hinten gerade befinden, fast bis vorne rangeht und die Gleise ganz vorne lediglich dort von dem Fels her hangt, dass ich also hier oben eine große Fläche gewinne. Ist aber auch alles egal, das kann ich alles später noch machen. Jetzt geht es erstmal heute um diesen kleinen Vorsprung, der da oben ist. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich alte Bilder oder alte Videos von mir anguckt, hatte ich ja ursprünglich die Bahn, die dahinter in dieser Agrabe zum Beispiel läuft, die war auf einer 5 cm Dachlatte aufgebracht. Da ging wirklich nur eine 5 cm Dachlatte lang. Und wenn man überlegt, was daraus entstanden ist, dass das dann hochgebaut worden ist, auf der Arkade habe ich Platz gewonnen. Wir sehen es ja da oben, hinter meiner Hand jetzt natürlich ein bisschen verdeckt, wo der der Waggon da oben steht, der Tankwaggon da oben, der Tankwagen steht, da habe ich ja auch bestimmt 10, 15 cm noch mal nach vorne holen können. Der Bahnhof im Hintergrund, der war ursprünglich nur so groß, auch wie eine 5 cm Dachlatte. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel Platz aus der Anlage rausgeholt, wenn man sich mal überlegt, auf welchen geringen Platzbedarf oder auf Platz, nicht Bedarf, sagen wir mal so, auf diesen geringen Platzbedingungen, die ich hier habe. Und da macht sich eben dieser kleine Vorsprung recht gut. Da kann man einiges hinbauen. Natürlich werde ich da jetzt keine kleine Stadt hinbauen oder ein Dorf hinbauen, sondern es wird Landschaft gestaltet, es werden Bäume gesetzt, es werden Büsche gepflanzt, es wird die Erde, die wir jetzt gerade sehen, das ist ja nur die Grundierung, da kommt ja alles Mögliche noch drauf, da kommt Unterholz rein, da kommt vielleicht ein paar Tiere, die damit draufstehen werden und das kann alles jetzt mit untergebracht werden. Die Steine hier vorne, die sind übrigens fest, die grenzen das linke Modul in dem Fall, wo ich gerade bin, jetzt zu dem rechten Modul, das kann ich ja rausnehmen, wir sehen es gleich noch, das ist diese Abgrenzung dazwischen, zwischen den beiden Modulen, da habe ich eben ganz gerne diese echten Steine genommen, weil die gehen einfach nicht kaputt, da platzt nichts ab und gar nichts. Jetzt sehen wir uns, ich nehme das rechte Modul jetzt raus, das mache ich aber aus dem Grund, dass der feuchte Kleber, der jetzt hier schon angetrocknet ist, sonst würde ich es nicht machen, das ist mir nicht verklebt. Das ist nicht einfach, ich lasse das jetzt über Nacht stehen, komme am nächsten Tag und wundere mich, dass ich meine Module nicht mehr lösen kann. Und dieses mittlere Modul, das meinte ich gerade, da ist ja, wo mein linker Daumen ist, da ist ja die, der Stein, der feste Stein, von dem ich gerade sprach, der ist als Übergang zu diesem Modul, was wir jetzt sehen im Hintergrund, stößt da an sozusagen, und da, wo meine Hand gerade rechts ist, da wird alles mit Grün noch gestaltet, so dass die Übergangteile so schön verschwinden. Viele, wenn man gerade mal sieht, was da hinten für ein Spalt entstanden ist, den hat man vorher gar nicht gesehen. Ja, diesen Übergang. Also ich habe schon versucht, das irgendwo so zu machen, dass irgendwo keine Spalten und Ritzen und wie auch immer zu sehen sind. Aber wie gesagt, ich habe den Platz gewonnen. Wenn wir das mal jetzt dahinter angucken, da sehen wir nämlich die Dachlatte. Aber auch da ist noch mal eine angebracht worden. Das heißt, die lag ursprünglich oder liegt noch weiter hinten. Da habe ich schon mal Platz gewonnen. Wenn man die alten Pläne, die ich mir im Kopf damals gedacht habe, das ist gar nicht mehr aktuell. Ich wurde mal gefragt, ob ich da, dass ich das alles so weiß und ich weiß, wo ich hin will mit der Anlage. Nein, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Ich baue einfach drauf los. Ich schaue, was sich ergibt, wenn ich bestimmte Arbeitsschritte mache, wie zum Beispiel mit dem Platzgewinn. Das war vorher nicht gedacht, dass die Felsen sollten eigentlich so ein bisschen noch schräger runter
runtergehen, ein bisschen wie Böschungen. Das war gar nicht als Felsen ursprünglich geplant. Das sollte schräg runtergehen bis fast zu diesem Gleis hier vorne. Und ich habe jetzt aber so geplant, dass dort hinten vielleicht Fabrikgebäude hinkommen. Ist ja immerhin die Steampunk-Dieselpunk-Anlage. Fabrikgebäude hinkommen, dass da vielleicht irgendwelche Rohrleitungen liegen und. Und das kann ich auf diesem Platz hinter dem Gleis machen, was ich als reines Industriegleis wahrscheinlich nutzen werde da hinten. Das heißt, dahinter und davor Industriegebäude setzen werde, so dass die Strecke, die ich jetzt da unten habe, die zwischen irgendwelchen Fabrikgebäuden durchführen soll und vielleicht auch Entlademöglichkeiten geschaffen werden können und. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die ich da mir irgendwo erdacht habe. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das da oben überhängt, habe ich doch den Platz, den ich mit einer Schräge verloren hätte, komplett zu 100% auf meiner Anlage wiedergeholt. Und das finde ich persönlich sehr schön. Gerade, wie gesagt, die Anlage ist ja auf der linken Seite inklusive Wendel 1,60 Meter tief. An dem Bereich, wo wir uns gerade hier aufhalten, ich schätze mal 1,20 Meter, müsste ich jetzt ausmessen. Und auf der rechten Seite 45 bis 50 Zentimeter. Das ist gar nichts. Das ist sehr, sehr gering. Da kann ich natürlich auch nicht viel machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier über mir noch den zweiten Anlagenteil. Der ist so 60, 70 tief, 3 Meter lang. Da kommt später das Betriebswerk hin. Das fehlt ja hier auf den Anlagenteil komplett. Das heißt, ich kann ja hier kaum was abstellen an irgendwelchen Rollmaterialien, aber das passt schon. Und während ich hier was ganz anderes erzähle, als wir im Hintergrund sehen, wir sehen jetzt gerade, dass ich die Begrenzung für die Module mache. Das heißt, die haben ja nach hinten hin eine Begrenzung. Da ist ja so eine Leiste reingeklebt. Das heißt, die kann ich ja nicht weiter reindrücken. Da liegt ja das Gleis auch dahinter. Und nach vorne kommt, weil ich wurde vor einigen Folgen mal angesprochen, ich weiß nicht mehr, wer es war, es tut mir herzlich leid, wer es noch weiß, schönen Gruß, dass ich das meine Gestaltung kaputt machen würde, wenn ich dann das nach vorne alles rausziehe. Ja, das mache ich nicht. Das heißt, ich kippe die Module oben an und ziehe die nach oben im Grunde genommen nur raus. Also unten berühre ich die Landschaft gar nicht. Und das ist für mich relativ wichtig, weil dann kann ich eben auch was davor hinstellen, ohne es kaputt zu machen. Vorsichtig muss ich sein. Das ist Fakt. Ich habe das neulich alles mal demontiert, was ich hier drauf habe. Ich hatte unglaubliche Massen an Modulen und Teilen hier überall rumstehen. Ich brauchte fast einen Plan, das alles hinzukriegen. Irgendwann mache ich mir mal den Spaß, wenn ich soweit bin. Dann werde ich mal so live mit euch das alles ab- und aufbauen. Dann werde ich mal sehen, selbst da hinten, ja, wo man hinter meinen Pinsel, da diese Wartungsstelle, die alte, die kann ich ja rausnehmen. Da kann ich unten reingreifen. Oben hinter der Fabrik, ich kann das alles entnehmen. Ich komme überall hin und habe ich ewig nicht gemacht. Und ich war so froh, als ich neulich wieder eine schöne Runde gedreht habe auf der Bahn. Kommt demnächst noch, zeige ich euch alles. Aber ich muss erst mal gucken, ob auch noch alles geht, weil ich baue ja so wahnsinnig viel. Und es geht übrigens, weil da kaum Staub fällt da hinten. Und das war das Schöne. Ich habe mich gefreut. Die Weichen funktionierten prima. Ich konnte eins ganz toll fahren. Ich habe natürlich meine Reinigungswaggons, den Tankwagen, den wir vorhin gesehen haben, das ist ja dieser von, ach, weiß ich gar nicht, wo da die Flüssigkeit oben reinkommt und der putzt das dann mit SR24 oder irgendwas aus. Und dann die Reinigungszwerge hinten ranlaufen lassen. Mit dem Tomix muss ich ehrlich sagen, mit dem Reinigungswagen, den nehme ich nur noch als Staubsauger mit der Schleifplatte unten dran. Das ist mir nichts, das ist mir zu viel mechanische Belastung irgendwo auf die ganzen Gleise. Und dann wird das alles nur rau und der Dreck kommt immer schneller und wie auch immer. Und das passt alles nicht so richtig. Was ich jetzt zeige, habe ich ja schon 100 Mal gezeigt. Das ist, ich schottere meine Strecke hier links mit ein. Das brauche ich einfach, weil ich hier an der Stelle einfach mal ein bisschen Optik brauche. Ich will da jetzt irgendwann mal ein bisschen was sehen. Es sieht hübscher aus. Ich wollte das Schwarz unten drunter weg haben. Natürlich wird der Schotter jetzt auch wieder schwarz, weil ich schwarzen Schotter gewählt habe, weil ich das einfach zum Thema meiner Modellbahnanlage viel, viel besser finde. Deswegen habe ich das gemacht. Und das, was ich jetzt so richtig an Masse da reingequetscht habe, an Weißleim, Wassergemisch, man sieht es, wo es zu viel wird, tupfe ich es einfach ab, weil rechts ist ja der bestehende Schotter gewesen. Der war ja schon hart, schon Wochen, Monate lang. Und der nimmt ja keinen Kleber mehr auf. Und deswegen muss ich es einfach tupfen, wo der Übergang von dem frischen Schotter links zu dem alten Schotter rechts. Wir sehen es nachher auch, wenn der linke Schotter fest wird, ist der schwarz und der liegt dann grau auf dem alten Schotter noch mit drauf. Was ich jetzt mache ist, man sieht es schon, ich habe es ja auch oben beschrieben im Text, ich muss noch den klebrigen Schotter aus der Schieneninseite raus
kratzen. Ich habe mir da mal ein kleines Teil erdacht, das will ich euch demnächst mal zeigen, im 3D-Drucker. Da kann ich wie mit so einer kleinen Schere, aber umgedreht, kann ich da reingehen, drücke drauf, dann gehen vorne zwei Zangen auseinander in die Gleise rein, zeige ich euch noch. Guck mal noch mal drauf, wenn es interessiert natürlich. Und dann kann ich ja langfahren, das sind richtig schöne Spitzen, und da reinige ich die Gleise von der Innenseite. Hier sehen wir es, der schwarze Schotter ist jetzt trocken und hier vorne rechts der graue, der noch liegt, das ist der frische Schotter, das sauge ich nachher alles ab. Und jetzt gehe ich, habe das in irgendeiner Folge neulich auch gesagt, ich gehe jetzt hier mit einem fetten Pinsel drauf, ich tunkel immer wieder ab ins Wasser unten rein und ich schrubbe jetzt regelrecht meine Gleise mit Wasser sauber. Keine Angst davor, viele, die denken immer, das ist so wahnsinnig empfindlich. Nein, die Gleise sind nicht empfindlich, da rostet nichts, da passiert gar nichts. Natürlich muss man es trocknen lassen, gerade in den weichen Bereichen. Kann man aber nicht viel falsch machen, weil das Wasser ist nachher weg. Und man kann ganz einfach alles dann wieder benutzen, wenn man es halt trocknen lassen. Wenn man nicht den Fehler macht, wie ich. Ich habe neulich, das zeige ich euch im Pleiten, Pech und Wann mal wieder, ich habe Schotter nass gemacht und wollte eine Weiche stellen. Und ja, meine Riedkontakte unten drunter lagen in dem nassen Schotter drinne, alle beide. Und die gaben gleichzeitig das Signal zum Beispiel umstellen, Weiche umstellen. Das war jetzt irgendwie sächsisch oder sowas, was? Weiche umstellen. Und ich bin kein Sachse. Weiche umstellen und hat natürlich durch die beiden Befehle, die es bekommen hat, ist mit der Weichenantrieb durchgebrannt. Aber sowas wird durchgebrannt. Und das war ausgerechnet einer, an dem ich nicht rankomme. Und ich konnte die halbe Bahn auseinanderbauen. Ich war so frustriert. Ich habe auch keine Aufnahme davon gemacht, nur ein paar, wo ich euch nachher mal zeigen kann, wie das kaputt ist. Und ich will es euch nochmal genauer erklären dann die Tage. Und da muss ich mal sehen, wann ich es mache. Vielleicht geht das in Richtung Sommer so irgendwann rüber, wo gar nicht so viele Zuschauer da sind, die mich dann auslachen können. Ja, und wie gesagt, und jetzt wird das richtig abgeschrubbt hier oben. Gerade die Weiche da hinten, die ist relativ empfindlich. Und es funktioniert alles noch. Das ist das Schöne dran. Ich verabschiede mich für die Woche von euch. Ich sage bis nächsten Freitag 16 Uhr. Der Uli freut sich auf euch. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Ja, allgemeiner Aufruf. Däumchen nach oben, einen Kommentar. Freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn ich mit euch schreiben kann. Und dann macht's schön gut. Tschüss.